Ja, wir freuen uns, dass wir so zahlreichen Besuch bekommen haben. Wir möchten alle Anwesenden herzlich willkommen heißen. Vor allem unsere Kinder und Jugendlichen freuen sich, dass so viele durch ihre Anwesenheit, ihre Wertschätzung für die Mühe und die Arbeit, die sie geleistet haben, zeigen. Ja, der Worte kurzer Sinn ist, wir möchten starten, wir möchten endlich beginnen. Alles brennen bereits, ihre Künste zu zeigen. Wir wünschen euch alles Gute für diese Tätigkeit. Schenken wir dem Drama Jehovas Name wird auf der ganzen Erde verkündet, unsere Aufmerksamkeit. Im 16. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung führte Moses die Israeliten aus der Sklaverei aus Ägypten und mit ihnen zog viel Mischvolk. Wieso zogen diese Menschen mit ihnen in die Wildnis, in die Ungewissheit? Das ist Gegenstand eines Dramas. Ein Drama, in dem Jehovas eigenen Namen ein Drama, das uns angeht. Seht zu! Und alles Wasser, das im Nil war, wurde in Blut verwandelt.
erfüllten sich schließlich 7 Tage, nachdem Jehova den Nil geschlagen hatte. Da sprach Jehova zu Moses: Geh zu Pharao hinein, und du sollst zu ihm sagen: Dies ist, was Jehova gesprochen hat. Sende mein Volk weg, damit sie mir dienen. Und wenn du dich anhaltend weigerst, sie wegzusenden, siehe, so plage ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen. Und der Nil wird geradezu von Fröschen wimmeln, und sie werden gewiss heraufsteigen und in dein Haus und in dein inneres Schlafgemach und auf dein Ruhebett kommen und in die Häuser deiner Diener und zu deinem Volk und in deinen Öfen und in deine Backtröge. Und an dir und an deinem Volk und an all deinen Dienern werden die Frösche heraufkommen. Aber mein Herr, sie sind in unserer Backtröge. Ich fürchte mich, den Teig anzurühren. Diese ekelhaften Viecher schrecken mich zu Tode. Es ist ein Aufgrund dieses verfluchten Moses und seines Gottes Jehova. Wie soll ich bei so einer Verwirrung daraus Brot backen? Bote, rufe die Sklaven. Sieh zu, dass diese Dinger hier wegkommen. Ich werde von ihren Gequaken auch verrückt. Rufe die Priester und die Zauberer. Es gibt keinen Ort, wo diese Frösche nicht hingelangen. Es steht mir zum Halse heraus. O Pharao, das Wunder des Moses war sehr simpel. Ich, Jannes, und mein Mitpriester Jambres, wir können dieses einfache Wunder nachahmen. Oh, Hig, Göttin der Frösche, bringe Frösche hervor! Frösche? Wir brauchen keine Frösche mehr! Sieh zu, dass sie wegkommen! Wir haben die Göttin schon sehr oft angerufen, aber Hig ist beleidigt worden. Nebenbei bemerkt, wenn uns die Hebräer von den Fröschen gequält, wo also ist der Sieg? Nach einiger Zeit rief Pharao Moses und Aaron und sagte: Bittet Jehova inständig, dass er die Frösche von mir und meinem Volk entferne. Da ich das Volk wegsenden will, damit Jehova Opfer darbringen können. Demgemäß gingen Moses und Aaron von Pharao hinaus. Und Moses schrie zu Jehova wegen der Frösche, die er Pharao auferlegt hatte. Dann tat Jehova gemäß Mose war, und die Frösche begannen von den Häusern, den Höfen und den Feldern wegzusterben. Und man ging daran, sie aufzuschütten, Haufen für Haufen, und das Land begann zu stinken. Staub werden,
über dem ganzen Land Ägypten. Und er soll zu einem zündenden Feuer werden, den Blasen und Mensch und Tier im ganzen Land Ägypten ausbrechen. Sklaven, bringt dem Pharao Wasser, der hat hohes Fieber. Hebräer, diese verfluchten Hebräer, seid ihr denn die Einzigen gekommen, wenn man nach Sklaven ruft? Ja, Meister Hute, alle ägyptischen Diener sind krank und sie sehen auch sehr hilfsbedürftig aus. Pharao, hier kommt eine Abordnung von Jannes und Jambres, die vom Torhüter des Tempels angeführt wird. Er sieht sehr krank aus. Jannes und Jambres machen unserem Herrn Mitteilung. Er hat Pharao Leben, Reichtum, Gesundheit. Möge er 1 Million Jubeljahre feiern, während wir täglich in seiner Gunst sind. Jannes und Jambres sagen, mögen wir entschuldigt sein, dass wir in den Kranken sind. Wir werden Jehova dann alle in das Land der Toten bringen. Wasser, Inina, Wasser. Wie war es mit den Ägyptern, die begonnen hatten, Jehovas Namen zu beachten? Als Jehova eine 7. Plage ankündigte, ließ er für sie einen Ausweg offen. Siehe, ich lasse morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel herabregnen, wie ein solcher in Ägypten nie vorgekommen ist, von dem Tag an, da es gegründet wurde, bis jetzt. Während der Pharaos Dienern das Wort Jehovas fürchtete, ließ seine eigenen Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Und der Hagel schlug das ganze Land Ägypten. Aber Pharao erhärtete sein Herz erneut, und so sandte Jehova die 8. Plage, die Heuschrecken. Es sollten aber noch 2 weitere Plagen kommen. Jehova sprach dann zu Moses, strecke deine Hand gegen den Himmel aus, damit Finsternis über das Land Ägypten kommt und man die Finsternis betasten kann. Moses streckte sogleich seine Hand gegen den Himmel aus und eine tiefe Finsternis setzte im Land Ägypten ein. Für 3 Tage. Die Sahne nannte nicht und keiner von ihnen stand von seinem eigenen Platz auf. 3 Tage lang. Doch erwies es sich, dass für alle Söhne Israels Licht war in ihren Häusern. Und Jehova sprach dann zu Moses, noch eine Plage werde ich über Pharao und Ägypten bringen. Danach wird er von hier wegsenden. Zu der Zeit, da euch vollends wegsendet, wird er euch buchstäblich von hier wegtreiben. Um Mitternacht werde ich ausziehen, mitten durch Ägypten, und jeder Erstgeborene im Land Ägypten soll sterben. Vom Erstgeborenen Pharaos, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd. Dann stand Pharao in der Nacht auf, er und all seine Diener und alle anderen Ägypter, und es begann sich ein großes Geschrei unter den Ägyptern zu erheben, denn es gab kein Haus, wo nicht ein Toter war. Sogleich rief er Moses und Aaron in der Nacht und sprach, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch alle anderen Söhne Israels, und geht, dies Jehova, so wie ihr geredet habt. Und die Söhne Israels gingen daran, von Ramses nach Sukkot aufzubrechen, in der Zahl von 1600.000 kräftigen Männern zu Fuß, außer den kleinen Kindern. Und auch viel Mischvolk zog mit ihnen mit. Die Hebräer sind weggezogen. Alle? Ja, sie sind alle, auf Nimmerwiedersehen weg. Bote, rufe die Kriegsmänner, die Armeeobersten und die ganze Armee. Ich werde ihnen diesen Ring heimzahlen. Ich werde sie einholen. Ich werde sie einnehmen. Als Pharao nahe herankam, begannen die Söhne Israels ihre Augen zu erheben. Und siehe, die Ägypter marschierten ihnen nach. Und die Söhne Israels gerieten in große Furcht und begannen zu Jehova zu schreien. Dann brach der Engel des wahren Gottes aus und begab sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und trat hinter sie.
und rannte zwischen dem Lager der Ägypter und das Lager Israels zu stehen. Und diese Gruppe kam die ganze Nacht nicht an jene Gruppe heran. Fürchtet euch nicht! Steht fest und zieht direkt in Jehova. Er wird für euch kämpfen und ihr eurerseits werdet still sein. O Pharao, die Hebräer ziehen durch das Meer und es ist trocken. Das kann ich selbst sehen. Das Meer hat sich gedreht. Es sieht aus, als wäre es 2 Kilometer breit in jede Richtung. Wir haben zu lange gewartet. In das Meer, hinter ihnen her. Kämpft für die Erde Ägyptens. Das Meer begann beim Anbruch des Morgens zu seinem normalen Stand zurückzukehren. Die ganze Zeit flohen die Ägypter vor der Begegnung damit, aber Jehova schüttelte sie ab, mitten ins Meer hinein. Schließlich bedeckten die Wasser die Kriegswagen und die Berittenen, die zu allen Streitkräften Pharaos gehörten. Auch nicht einer von ihnen wurde übrig gelassen. Heute, fast 3500 Jahre nach diesem Sieg Jehovas, schließen sich viele seinem Volk an. Gehörst du zu seinem Volk? Dann kannst du auch in den Lobpreis Gottes mit einstimmen. Demonstration. Wir haben sicher gut sehen können, welche Macht Jehova hat und wie er das den Ägyptern damals bewiesen hat. Wir wollen natürlich einigen danken für die Arbeit, die sie geleistet haben. Zuerst einmal allen Mitwirkenden, die sich so intensiv dafür eingesetzt haben. Dann wollen wir sicher auch jenen danken, den Eltern, dass sie sich Zeit genommen haben, immer wieder die Kinder und die Jugendlichen zu den Proben herzubekommen. Auch wollen wir für das wunderbare Bühnenbild danken. Auch da steckt sehr viel Arbeit drinnen. Es wurde sehr schön gemacht, auch für die Kostüme, die Ausstattung und natürlich ganz besonders für die Regie, die uns da sehr gut geleitet hat. Jetzt brauchen wir nur mehr die Regie. Wo ist die Regie? Dass so viele gekommen sind und dann möchte ich mich entschuldigen, dass das so kurz war, aber es steckt sehr viel Arbeit dahinter und es ist halt leider dann zeitmäßig nicht länger. Ich sage immer, das ist wie ein Dominospiel, man braucht ewig lang zum Aufstellen und umgeschmissen ist es ziemlich bald. Aber ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Die Mitwirkenden, wurde gestern schon erwähnt, gibt es eine kleine Überraschung. Alle, die sich so schön verkleidet haben und so gut gespielt haben, die sind auf eine Pizza eingeladen. Und zwar im Anschluss.
Natürlich können auch die Eltern mit Anhang auch dorthin fahren. Göllersdorf, Barbara Heurige, dort ist ein Teil reserviert. Damit das Ganze einen passenden Abschluss hat, haben wir uns überlegt, Lied 171 zu singen. Es trägt das Lied, das Thema trägt das Lied, das Lied trägt das Thema Siegeslied, so viel Lied auf einmal, entnommen aus 2. Mose 15,1 und behandelt diese Szene noch einmal. Lied 171 und dann sprechen wir ein Gebet zum Abschluss.